Jo, was geht ab? Hier ist ja dein Fitness- und Persönlichkeitscoach. Wir sind heute wieder zurück in der Küche und ich zeige euch heute wieder ein richtig, richtig geiles Fitnessrezept. Wieder perfekt geeignet für eine Low-Carb-Diät oder für eine generelle Diät. Also viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Nachkochen. Bis gleich. Was ich heute für euch habe, ist ein Fitness-Rührei, so wie ich es mir auch jeden Tag mache. Aber hier wirklich mit dem Twist wieder ein bisschen gesundheitsoptimiert. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur ein ganz normales Rührei, sondern eine kleine Spezialzutat sozusagen. Und das ist Spinat. Ja, Spinat ist eines der besten Lebensmittel, die es gibt. Wirklich reich an Mikronährstoffen, reich an Vitamin C und war sozusagen nicht umsonst Popeyes Lieblingsessen. Ja. Wenn wir uns die Nährwerte angucken, sind die auch richtig schön verteilt. Wir haben hier 735 Kalorien auf die gesamte Portion, die ich dir jetzt gleich zeigen werde. Dabei haben wir 45 Gramm Fett, insgesamt 48 Gramm Eiweiß und nur 24 Gramm Kohlenhydrat. Also wirklich perfekt für eine Low-Carb-Diät. Das Ganze ist, wir haben hier wirklich schöne Eiweiße und eine gute Fettquellen aus dem ganzen Ei. Und die restlichen Zutaten für das gute Fitness-Rührei sind also Basis ist das Spinat. Habt ihr auch keine Angst vor dem Spinat, den schmeckt man echt überhaupt nicht raus, aber den brauchen wir einfach, damit das Ganze wirklich gesünder ist, damit wir was für unsere Gesundheit und nicht nur unsere Makronährstoffe abdecken, sondern auch wirklich was für unsere Gesundheit tun und die Mikronährstoffe abdecken. Deswegen Spinat ganz wichtig. Weiter geht's mit 4 Eiern brauchen wir dafür, dann ungefähr 80 Gramm Champignons, 50 Gramm Cherry-Tomaten, eine große Zwiebel und ein bisschen zum Würzen. Knoblauch, Pfeffer, Salz und auch hier wirklich meine geheime Zutat, Kurkuma. Kurkuma macht das wirklich rund den Geschmack perfekt ab und ja, lass dich einfach überraschen, wie das Ganze schmeckt, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Wie du es aus den letzten Videos vielleicht schon mitbekommen hast, bin ich wirklich ein Freund davon, wenn das Ganze einfach ist und sehr schnell geht, weil ich habe persönlich da keine große Freude an Ewigkeiten in der Küche zu stehen und 10 Stunden lang jeden Tag zu kochen. Deswegen lasst uns auch direkt anfangen. Das Ganze geht super schnell. Du beginnst damit, indem du einfach den Spinat nimmst. Ich empfehle dir übrigens wirklich diesen Tiefkühlspinat und dabei auch den ohne Blub, also ohne extra Fett. Wir haben hier genug Fett aus den Eiern drin. Pack das Ganze einfach in die Pfanne auf mittlere Stufe und lass das Ganze nebenbei schon mal hitzen. Dann schnappst du dir einfach so wie ich hier eine kleine Büchse. Und da schneidest dann die Champignons klein, kleine Würfel, kleine Scheiben, wie du es gerne hast. Die Zwiebel und auch die Tomaten, alles klein, alles in eine kleine Büchse rein. Dann oben schlägst du dann die Eier drauf raus und rührst das Ganze einfach erstmal ordentlich um, sodass es zu einer guten Masse verkommt. Dann kannst du das Ganze abschmecken bzw. verfeinern mit dem Kurkuma, wie gesagt. Auch Salz kommt hier ein bisschen hinzu, dann Pfeffer und Knoblauch. Ja, dann haben wir quasi das Rührei in der Büchse hier drin, ohne dass es noch gebraten ist. Wie gesagt, schön umrühren. Und während wir das Ganze gemacht haben, ist auch schon der Spinat in der Regel aufgetaut. Ist ja wirklich nicht mehr gefroren, auch noch nicht heiß, sondern genauso schön lauwarm. Und dann können wir das Ganze drüber geben und ja, können einfach anfangen, das Rührei zu kochen. Und das Ganze mache ich jetzt auch. Wieder das Ganze jetzt fertig gekocht, sieht super lecker aus und ich freue mich gleich schon drauf, wie ich es essen kann. Eines habe ich vergessen zu erwähnen, eine Zutat, und zwar das ist der Gouda-Käse. Ich mache mir immer ganz gerne 2 Scheiben Gouda mit rein, das ist nochmal für den extra Geschmack. Und ich wähle hier auch Gouda, weil Gouda wirklich vom Käse, also von allen anderen Käsesorten, die es so gibt, mit der gehaltsvollste ist. Ja, wir haben ja auch viele Mikronährstoffe drin im Vergleich jetzt zu einem normalen Butterkäse oder so. Also wie immer, das Rezept hat auch wieder heute mal keine 10 Minuten gedauert. Es geht super einfach. Für mich ist das persönlich mein Lieblingsmittagessen. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mir ein Like da, wenn das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal für mehr Trainings- und Ernährungstipps. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.